Moin Leute und herzlich willkommen auf Pando Tutorials und heute zu einem kleinen Erfolgstutorial. Und zwar geht es um den Erfolg, das ist mein Gewehr. Und zwar müsst ihr dann auf heldenhaft eine oder schwerer eine UNSC-Waffe durch die ganze komplette dritte Mission führen. Die meisten Fehler, die die meisten schon machen, ist, dass sie beide UNSC-Waffen behalten. Dabei muss man nur eine behalten, das heißt zum Beispiel das Sturmgewehr behalten, das würde ich euch auch empfehlen. Und die Secondary einfach eintauschen. Und zwar gegen den Unterdrücker. Warum den Unterdrücker? Ganz einfach deswegen, weil diese kleinen Viecher, ich glaube, die heißen Krabbler, die lassen diese Unterdrücker immer fallen. Deswegen habt ihr eigentlich immer Munition für diese Waffe und könnt ja die sozusagen durch die ganze Mission führen, ohne halt irgendeine andere Waffe aufzuheben oder so. Natürlich könnt ihr auch zwischendurch mal mit dem Sturmgewehr die UNSC schießen, aber das darf natürlich nicht leer gehen, beziehungsweise ihr dürft die nicht wegwerfen. Wenn ihr die einmal nämlich weggeworfen habt, ist der Erfolg ungültig. Irgendwann im Level solltet ihr auf eine Stelle treffen, wo ihr drei Generatoren zerstören müsst. Nachdem ihr die zerstört habt, solltet ihr nicht sofort die Prometheaner alle töten, sondern einfach so wie ich hier rückwärts mit dem Schild hochlaufen. Das geht einfacher als alle zu töten und verbraucht halt nicht so viel Munition und die ist halt sehr wertvoll in diesem Level und für diesen Erfolg. Dann sollte es eigentlich wieder einfacher werden, bis zur Stelle, wo ihr wieder drei Generatoren zerstören müsst. Dort gibt es natürlich wieder Tipps, weil es ein bisschen schwieriger ist auf heldenhaft. Und zwar solltet ihr als erstes den Typ hier killen, bevor er in den Banshee steigt. Dafür eignet sich sehr gut ein Ghost. Dann steigt ihr aus, steigt in den Banshee, holt die anderen beiden Banshees runter, halt die von der Allianz. Und nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr noch den Banshee, also kommt drauf an, ob der noch viel sozusagen Leben hat oder ob der schon fast am explodieren ist. Wenn er noch nicht so am explodieren ist, könnt ihr noch einen Generator mit dem Banshee ausschalten und dann solltet ihr auf diese Plattform fliegen da oben, wo die ganzen Leute mit ihren diese Allianz Scharfschützengewehre Dinger da draufstehen. Die solltet ihr dann töten und das euch packen und von da oben könnt ihr eigentlich problemlos alle Gegner snipen sozusagen. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach alle Generatoren zerstören und hochlaufen. Und danach sollte der Rest sich eigentlich ganz einfach und von alleine, schaffen lassen. Und ihr seht jetzt hier nochmal, wie ich da hochgehe und das Ganze aktiviere. Und ja, nachdem ihr das alles gemacht habt, sollte eigentlich der Erfolg in eurer Tasche sein. Und ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch natürlich wieder gefallen. Das waren natürlich nur ein paar Tipps zu dem Erfolg. Was soll man aber auch anderes machen, weil der Erfolg steht ja sozusagen schon da. Und es gibt auch nichts so richtig Geheimes, was daran ist. Aber ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen und ihr habt jetzt auch den Erfolg. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Tutorial.